Heute erzähle ich euch über das womöglich beste BWLer-Praktikum. Founders Associate in einem Early-Stage-Startup. Ich werde euch erzählen, welche Aufgaben man typischerweise als Founders Associate übernimmt, warum man so viele Vorteile in diesem Praktikum mit sich nimmt und wie man am besten an ein sehr gutes Founders Associate-Praktikum rankommt. Was macht man als Founders Associate im Praktikum? Im Grunde ist man die rechte Hand der Gründer, insbesondere des CEOs eines Startups. Und die Aufgabenbreite ist unglaublich vielseitig. Sowohl sehr operativ, als auch strategisch relevant, als auch sehr konzeptionell und sehr analytisch. Zum Beispiel hat mein Founders Associate in seinen ersten Tagen als Praktikant, mittlerweile ist er fest angestellt, auf dem besten Weg auch schon in die nächste Rolle reinzuschlüpfen, zum Beispiel unseren kompletten Notion Workspace aufgesetzt oder sich darum bemüht und auch end-to-end verantwortet, dass unser Unternehmen, unsere Büros ausgestattet sind. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie im Webshop irgendwas zu bestellen, sondern wirklich von, was brauchen wir überhaupt, wie viel Budget brauchen wir dafür, eine Budgetkalkulation mit allen relevanten Personen im Unternehmen, das abzustimmen, was überhaupt benötigt wird, warum, bis hin, dass dann alles auch tatsächlich aufgebaut da ist und alle happy sind. So gibt es viele weitere Themenbereiche, die du bearbeiten kannst, zum Beispiel Fundraising-Vorbereitung. Wenn es darum geht, Kundengespräche vor- und nachzubereiten, Sales- bzw. Vertriebsdokumentation zu entwerfen, Marketing, zum Beispiel irgendwelche Lead-Channels aufzubauen, wie die Webseite, LinkedIn, den E-Mail-Verkehr des CEOs zu überwachen, dafür zu sorgen, dass einfache E-Mails beantwortet werden, komplexere E-Mails vorgeschrieben werden oder Entscheidungsempfehlungen zu erarbeiten. Je nachdem, bei welchem Startup du arbeitest und wie gut der Gründer ist, darin dich als Founders Associate richtig einzusetzen, hast du natürlich auch eine entsprechend unterschiedliche Erfahrung. Aber gerade bei den besonders guten Startups sind die Gründer sehr erfahren damit, dich bestmöglichst nutzbar zu machen, damit dir auch eine maximale Lernkurve zu bieten. Und dazu kommen wir jetzt. Nun, warum ist das Praktikum als Founders Associate womöglich das beste Praktikum? Es gibt sehr viele Gründe, die dafür sprechen. Ich möchte dir 5 beleuchten. Als erstes, du kriegst einen sehr, sehr tiefen Einblick in das Leben eines Gründers. Insbesondere, wenn du dich dafür interessierst, mal selber zu gründen, dann gibt es keine bessere Möglichkeit, als Founders Associate diesen Einblick zu bekommen. Vielleicht willst du aber nicht gründen und dann stellst du die Frage, okay, warum soll ich das dann machen? Zweitens, du bekommst Zugang zu Netzwerk, was du so nirgendwo bekommen würdest. Die meisten Gründer haben schon einen Hintergrund in irgendeiner Industrie, die für dich auch extrem interessant ist. Viele Gründer sind ehemalige Strategieberater bei den Top-Strategieberatungen gewesen, bei den Top-Investmentbanken, bei Top-PE-Fonds und so weiter und ermöglichen dir eben, egal in welchem Bereich du als BWLer Fuß fassen möchtest, eine Person, die ein großes Netzwerk schon in deinem Zielbereich hat und dementsprechend kannst du auch, wenn du für diese Person gearbeitet hast, ihr Vertrauen gewonnen hast und gezeigt hast, dass du eben Performer bist, dieses Netzwerk dir auch nutzbar machen. So ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wenn du mit einem Gründer zusammengearbeitet hast, der zum Beispiel bei McKinsey gearbeitet hat und du möchtest nach deinem Praktikum auch ein Praktikum bei McKinsey machen, dass dir dieser Gründer, wenn er natürlich happy mit dir ist, eine Intro geben kann zu McKinsey und auch den anderen Strategieberatungen, weil er eben die ganzen Leute dort kennt. Das gilt für Investmentbanken, für Google, Big Tech, DAX-Unternehmen. Du musst halt erstmal diesen Gründer finden, der gerade einen Founders Associate sucht, aber wenn du den gefunden hast und für ihn arbeitest, riesige Netzwerkpotenziale. Drittens, die Lernkurve ist einfach unfassbar steil. In keinem anderen Job hast du die Möglichkeit, es gibt natürlich auch schlechte Founder Associates Praktika, aber bei den guten, wo du so viel dazulernen kannst. Das Problem ist, bei Startups, du bist extrem ressourcenlimitiert. Du hast gar keine Zeit, einen Founders Associate lange onzuboarden, um ihm wirklich Bullshit-Aufgaben zu geben, sondern jede einzelne Aufgabe, die du da machst, ist super wertvoll für das Unternehmen. Du machst von Anfang an Impact, hast Verantwortung, hast Entscheidungsgewalt, weil eben so viel von Natur aus an Arbeit da ist und damit auch an Verantwortungspotenzial für dich. Und wenn du halt bei den richtigen Startups arbeitest, hast du eben auch die Möglichkeit, von Anfang an Verantwortung zu haben und damit die maximal steile Lernkurve. Und wie gesagt, sowohl operationell wie auch konzeptionell, wie auch analytisch und auch strategische Inhalte. Musst du halt vorher am Anfang abstimmen mit deinem zukünftigen Arbeitgeber, mit dem Gründer, mit dem du zusammenarbeitest, woran ihr arbeiten werdet. Aber da gibt es auf jeden Fall ein Buffet an Lernmöglichkeiten. Dann viertens, Mentorship. Es ist nicht nur so, dass du in der Arbeit selber viel dazulernen kannst durch das, was du schaffst, sondern du kannst es auch dir erarbeiten, einen Mentor zu bekommen. Eine Person, die dir
5 Jahre voraus ist, 3 Jahre voraus ist, je nachdem, was das halt für ein Gründer ist, oder auch 10 Jahre voraus ist, und eine Art Mentorbeziehung aufbauen. Gerade wenn du selber mal gründen willst oder halt erstmal in die Strategieberatung willst und danach gründen möchtest, dass du dir von jungen Jahren einen Mentor aufbaust. Das kannst du in kaum einem anderen Bereich machen, weil die Leute in der Strategieberatung, in dem Investmentbanking, wo auch immer du alternativen Praktikum machen könntest, eh schon so viele Mentees bzw. so viel um die Ohren haben, dass sie so eine Beziehung von dem Unternehmen aus pflegen müssen. Und wenn du halt nicht mehr Teil vom Unternehmen bist, diese Beziehung automatisch beendet ist. Beim Startup ist das natürlich anders. Ne? Man ist da in dieser Startup-Welt ziemlich alleine, vor allem als Gründer. Gibt es jetzt gar nicht mal so viele Leute, wie jetzt zum Beispiel in der Strategieberatung, dass es da Zehntausende, Hunderttausende Strategieberater weltweit gibt. Es gibt einfach relativ wenig Gründer und damit auch wenig Founders Associates. Damit ist diese Mentee-Mentor-Beziehung auch deutlich einfacher aufrechtzuerhalten. Fünftens, das Founders Associate Praktikum hat auch ein sehr gutes Signaling. Es ist kein Downgrade für dein CV, sondern kann eben gerade, wenn du schon irgendwie in der Beratung warst oder im Investmentbanking oder im PE nochmal deinen Lebenslauf abrunden. Gerade Strategieberatungen finden das sympathisch, wenn du bei Gründern gearbeitet hast, die eben halt auch schon mal in der Strategieberatung waren, vielleicht sogar schon bei dem Unternehmen. Ist ein super guter Eröffner für das Gespräch. Na, sagst du, hast du irgendwie beim Peter Hans gearbeitet, der jetzt ein Startup gegründet hat und davor bei euch, bei McKinsey, bei BCG gearbeitet hat. Er hat dir ganz viel Gutes erzählt über die Strategieberatung, auch ein Grund, warum du jetzt dich beworben hast und jetzt auch mit ihm sprichst. Und das Gleiche gilt auch fürs Investmentbanking, fürs PE. Wieso sollte eine Investmentbank sagen, hey, du warst Founders Associate bei den 3 Ex-GS-Leuten? Natürlich nicht, sondern die wissen das wertzuschätzen, dass du nochmal eine andere Erfahrung mitbringst. Und die wissen, dass du extrem viel da natürlich auch dazugelernt hast. Die HR-Abteilungen wissen das zu schätzen und dementsprechend auch kein Downgrade für dein CV, sondern eher ein Upgrade. Wenn du dich mit gleichgesinnten High-Performern austauschen möchtest, dann schau doch mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung, dort findest du Zugang zu unserer kostenlosen Discord-Community. Klick doch mal rein und dann schreiben wir uns dort. Schließlich stellt sich die Frage, wie komme ich dann ein sehr gutes Founders Associate Praktikum ran? Dazu müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was ist denn ein sehr gutes Founders Associate Praktikum? Du kannst nämlich das Pech haben, dass du mit einem Gründer zusammenarbeitest, der dich den ganzen Tag nur als eine Art Vertriebsmitarbeiter sieht und du dann den ganzen Tag irgendwelche Sales Calls machen musst. Das wollen wir natürlich vermeiden, außer du hast da natürlich Lust drauf. Wie erkennst du also ein sehr gutes Founders Associate Praktikum? Die Gründer sollten idealerweise einen typischen High-Performer-Hintergrund haben. Das heißt, irgendwie bei McKinsey, BCG oder Bain gearbeitet in Unternehmensberatung, aber auch im Investmentbanking, im Private Equity. Idealerweise halt in einem High-Performance-Unternehmen, was auch dich sehr, ja, deine Aufregung erzeugt, ne? Wenn du jetzt irgendwie denkst, ja, die Unternehmensberater, die können nichts, die Leute bei Google sind die Besten und bei Apple, dann musst du halt schauen, dass das Gründerteam aus irgendwelchen Big-Tech-Gründern besteht oder halt Tesla oder was auch immer, was du halt als High-Performer einstufst. Zweitens, das Unternehmen sollte irgendwie gefundet sein. Das heißt, irgendwie ein VC oder eine Angel-Runde schon geraced haben, musst du dann halt über LinkedIn herausfinden, damit du siehst, okay, du bist jetzt nicht irgendwie die erste Person, die an dieses Unternehmen glaubt, sondern da gibt es noch mal ein bisschen mehr Leute und vor allem Leute, die da schon ein bisschen Ahnung mit haben, Unternehmen zu bewerten oder Investments. Und drittens, das Startup darf nicht zu jung und auch nicht zu alt sein. Also zu jung heißt, es gibt irgendwie nur 2 Gründer. Das wäre ein bisschen zu jung aus meiner Sicht. Aber wenn es dann schon 1-2 Leute gibt, idealerweise halt noch keine Founders Associates, sondern eben Developer oder Engineers, das wäre so der Sweet Spot, darf aber auch nicht zu alt sein. Also du solltest jetzt nicht irgendwie die 10. Person sein, die für das Unternehmen arbeitet, weil sonst ist deine Lernkurve schon relativ abgeflacht, weil du halt nicht diese extreme Early-Stage-Erfahrung hast und damit auch nicht die Möglichkeit, so viel Verantwortung zu übernehmen. Und dann stellt sich die Frage, wie gehst du die Sache dann jetzt an? Das Problem beim Finden einer sehr guten Founders Associate Stelle ist, dass es sehr wenige davon gibt und gleichzeitig sie meistens nicht ausgeschrieben werden. Ich schreibe die Praktika-Stellen bei mir aus, weil ich halt durch euch, durch die Community hier so einen großen Bewerberpool habe, dass das irgendwie unfair wäre, da jetzt informell Bewerbungen nur zu nehmen, sondern möchte natürlich das ganze Potenzial aus euch ausschöpfen, aber das ist nicht der Regelfall. Das heißt, die wenigsten Founders Associate Praktikanten bekommen ihr Praktikum über eine Ausschreibung, sondern eher informell. Und wie kommst du dann informell an die Sachen ran? Indem du proaktiv auf die gewünschten Gründer zugehst. Du sagst denen, nicht, ich bin der Hans-Peter, ich habe irgendwie jetzt dort studiert und 5 Praktika gemacht, bla 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 bla, sondern du schreibst den auf LinkedIn in deiner Anfrage, hey Peter, ich fände es mega spannend mit dir zusammenzuarbeiten, such dir gerade nach einem Founders Associate oder
kann ich für euch als Founders Associate Praktikant arbeiten. Punkt. Liebe Grüße, Hans. Das war's. 2, 3 Sätze, gut ist. Und wenn der Gründer schreibt, cool, dass du schreibst, by the way, wir suchen tatsächlich gerade jemanden, oder cool, dass du schreibst, wir suchen gerade nicht, aber erzähl doch mal, warum willst du für uns arbeiten? Oder wir suchen gerade nicht, aber erzähl doch mal, was stellst du dir genau vor? Und dann musst du ihn natürlich oder sie überzeugen, dass du eine coole Person bist. Dass du irgendwelche relevanten Vorerfahrungen mitbringst oder dass du super passionate bist über das Thema, was die Leute da gerade versuchen aufzubauen. Ein paar Gründe, aber auch nicht wieder zukleistern mit irgendwie einer 10-zeiligen, 100-zeiligen Nachricht, sondern möglichst concise der Person vermitteln, hey, du willst einen Mehrwert bringen, du hast richtig Bock da mitzuarbeiten, du kennst dich da aus, du kannst Mehrwert leisten und bist bereit dafür zu lernen und zu geben. Und wenn du dann ins Gespräch gekommen bist, dann wirst du natürlich zum Interview eingeladen und schon beginnt der Prozess. Wie du dann an das Praktikum selber rankommst nach dem Prozess, das füllt ein ganzes neues Video. Schreib doch mal in die Kommentare, ob dich dazu ein Video interessieren würde. Und ja, das war's mal wieder vom heutigen Video. Wenn dich interessiert, wie ein Tag im Leben eines Gründers aussieht, dann schau doch mal hier in dieses Video. Hier habe ich einen Tag mal abgefilmt. Klick rein, dann sehen wir uns dort wieder.